Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich werde jetzt mit einer neuen kurzen Reihe starten. Die Reihe dreht sich um das Thema Essen, Lebensmittel, Trinken. Und es geht hauptsächlich um Nachhaltigkeit. Ich bin kein Öko-Fritze, aber Nachhaltigkeit bringt uns gerade in Zeiten von Corona ziemlich weiter. Und wir starten auch direkt jetzt mit der ersten Sache, die ich euch gerne vorstellen möchte. Diese App heißt Too Good To Go und man sieht es hier, sogar in Zeiten von Corona gibt es hier reichhaltig Angebote. Man muss so gucken, dass es hier in der Nähe ist. Ich habe zum Beispiel mal bei Nordsee für 3,50 Euro eine warme Mahlzeit, also Backfisch, Kartoffeln und Gemüse abgestaubt. Das heißt, man tut was Gutes, ohne dass es weggeschmissen wird. Es ist gut für die Umwelt und man spart dabei noch Geld. Wenn man sich das hier mal anguckt, jetzt momentan sind natürlich leider in meiner Nähe keine Angebote verfügbar. Alles hier 28 Kilometer, 22 Kilometer, 17 Kilometer, 18 Kilometer. Aber ich kann euch die nur empfehlen, dass ihr euch die runterlädt und ja, ihr könnt mit dieser App eigentlich nur gewinnen. Ihr könnt mit dieser App nur gewinnen, da ihr selber Geld spart, es schmeckt gut, es ist frisch, es ist keine abgelaufene Ware und ihr bewahrt da Lebensmittel vor der Tonne, weil wenn man bedenkt, was da alles weggeschmissen wird, dann ist das schon echt traurig. Trotzdem kann ich euch mal kurz was zeigen. Wenn man hier mal drauf geht. Hier steht zum Beispiel die Beschreibung. Im Daily2Go Backshop können verschiedene leckere Backwaren übrig bleiben. Zum Beispiel Brötchen, Muffins, Donuts, herzhafte und süße Snacks oder belegte Brötchen, die vor Ort von den Mitarbeiterinnen mit Liebe zubereitet werden. Hier stehen jetzt nochmal die wichtigen Sachen. Info, das ist bei jeder Bestellung individuell. Bei manchen steht zum Beispiel auch, dass man eine Plastiktüte gerne mitnehmen kann. Besser gesagt, Papptüte, die achten da ja immer so auf Umwelt etc. Aber wie gesagt, diese App kann ich euch nur empfehlen. Bezahlt werden kann mit PayPal, Kreditkarte oder anderen Lastschriftverfahren, zum Beispiel Amazon Pay oder direkt von der Debitkarte. Und ja, wie gesagt, dann sage ich mal, das war es jetzt erstmal. War jetzt ein kurzes Video. Ich habe Too Good To Go vorgestellt. Und ja, das nächste Video lasst euch überraschen. Bis dann.